Komm mal hier. Da zum Lichtkegel. Kegel? Aber noch war er, der hat studiert. Was für Lichtkegel? Wir testen gerade die Kamera, wir testen das Mikrofon, dass wir das für morgen oder beziehungsweise für später einstellen. Wir haben jetzt gerade 0.50 Uhr. Um 5 Uhr müssen wir eigentlich schon losfahren. Wie ich schlafen soll, keine Ahnung. Wie ich Auto fahren soll, keine Ahnung. Wie ich Sparring machen soll, keine Ahnung. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe mich gerade selber nicht. Aber die Kamera nimmt alles perfekt auf. Und das ist geisteskrank an der Was war das? Halt die Fresse einfach. Morgen geht's auf jeden Fall... Nee, ist eigentlich heute. Das ist heute. Ich bin behindert. Jetzt gleich in 5 Stunden geht's auf jeden Fall nach Gießen. Das ist hinter Frankfurt oder ein bisschen weiter vor Frankfurt, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich auch noch nie in Gießen gewesen. Das heißt, das ist das erste Mal für mich. Was da ansteht, habe ich ja eben schon erzählt. Sparring. Zur Frage, mit wem ich das ganze Sparring mache. Das wird mit Azadi sein. Da muss ich jetzt auch ganz kurz einen Clip einblenden, damit ihr überhaupt wisst, wer das ist. Der Bruder hatte mich, als wir bei der Veranstaltung waren mit Sarah Sarita, wo sie gekämpft hat, ne? Wo sie auf den Güdo gegessen hat. Da hat er mich herausgefordert zum richtigen Kampf. Und das Ding ist, wir haben halt eigentlich gar keinen Zusammenhang. Wisst ihr, ich meine? Man kennt uns beide irgendwie nicht so wirklich, wie zum Beispiel mit Kahn und mir, als wir den Kampf hatten. Die Leute wussten, Kahn, Dennis, das hat einfach so mäßig harmoniert. Ich kann euch jetzt schon mal eine Sache sagen, das krank an der ganzen Sache ist, A, Azadi ist auch auf meinem Gewicht, also ungefähr, er wiegt 70 Kilo, ich wiege jetzt aktuell 75, mit persischem Reis 78. Zweite Sache, er macht auch K1, das heißt, es wird morgen auf jeden Fall ein reines K1-Sparring. Und dritte Sache, da gab es eigentlich nicht, ne? Skala von 1 bis 10. Wie müde bist du gerade? Oder ich bin jetzt echt müde, Digga. Vor allem, wenn so ein Typhoon die ganze Zeit über Kameras redet mit, ey, ihr müsst so und so einstellen, Lichtpegel und Kamerasequenz und keine Ahnung was. Mein Kopf brennt. Ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar Videos von Azadi angeguckt. Also er hat einen guten Kampfstil, einen K1-Stil, also typischen K1-Stil. Ich denke auch, dass es morgen wahrscheinlich so ein bisschen Knallerei sein wird. Also ich denke, klar werden wir technisch arbeiten so, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auch so ein bisschen Knallerei sein. Also ein bisschen härtere Sparring. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin heiß, ich freue mich sehr auf morgen. Habe ich schon erzählt, dass wir im Keller... Ey, der Cap ist. Wir sehen uns an der Stelle später, in ungefähr 3 Stunden 10. Kurze Sache, Typhoon. Durch mir deine Hand drauf, wir zusammen nach Kibbeldele, da wo Dabbe gefilmt wurde. Damit wir das Ganze jetzt abschließen, ne? Weil ich muss auch gleich noch alleine nach Hause fahren. Jeder von euch kennt den Film Dabbe und jeder weiß, was das für ein Film ist. Und ich habe den Film geguckt mit den Jungs und ich habe gesagt, wir müssen da 100% hin, um einfach zu filmen. Aber eine Frage habe ich, ne? Du willst alleine ohne irgendwie expertenlos einfach hin, oder was? Was heißt Experten? Hodja? Also, ja, Hodja oder jemand, der Ahnung hat von dieser Sache. Bruder, du kennst mich nicht, ne? Was denn? Ich war 2 Jahre auf so einer Schule. Nein, aber Dings. Bruder, Dabbe ist an der Stelle ein Dämonenfilm, ne? Für die Leute, die es nicht wissen. Auch wenn das auf wahre Begebenheiten passiert ist, ne? Es muss ja nichts passieren, theoretisch. Aber mir reicht es allein schon, in dieses Dorf zu fahren und da die Stellen zu zeigen, die auch im Film gezeigt wurden. Das reicht mir schon. Aber kommt man überhaupt hin so? Ja. Das ist doch schon irgendwie abgesperrt oder so. Oder irgendwas ist da. Nein, das ist ja wirklich so Mahalle-mäßig. Das ist ja, ja, aber lebt da noch jemand? Weiß ich nicht, Bruder. Ich hab da keine Familie. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen dann in alter Frische wieder. Alte Frische klingt komisch, ne? Am Ende ich sehe so aus morgen. So. Good morning. Walla, ich bin richtig am Arsch, ne? Wo ist dein scheiß Koffer, Digga? Hat doch selbst, ich glaube, es war die schlechteste Idee, um diese Uhrzeit loszufahren, ne? Wir haben gerade genau 5.03 Uhr. Wir haben jetzt genau 4 Stunden Fahrt vor uns. Ich habe sogar auf Navi geguckt, Gott sei Dank, 4 Stunden 12. Okay. Ich dachte ehrlich, als ich auf Navi gedrückt habe, ich dachte mir, bitte jetzt nicht 5 Stunden, weil 5 oder 4, das ist einfach jetzt nur so eine Kopfsache. Und ich habe gesehen, 4 Stunden 12, das hat mich noch Gott sei Dank ein bisschen beruhigt. Aber ich muss sagen, ich bin richtig müde. Diese Hupe muss ich ausmachen, Junge. Man hat ganz Hamburg hat gehört, dass ich mein Auto abgestochen habe. Das ist typisch TikTok, ey. Man will nicht gucken, man muss nochmal gucken. 3, Tamau. Weg, Alter, ich schwöre. Nico hat mich gerade ausgelacht, weil ich meinte, so eine leichte Aufregung ist bei Sparring immer dabei. Er meinte, muss man das verstehen. Junge, geh du erstmal ins Gym. Frag Azad gleich, er wird dir genau dasselbe sagen. Er wird sagen, bei einem Sparring, vor allem wenn du gegen Leute sparst, die du nicht kennst, da ist immer so eine leichte Grundaufregung da. Das hat der Dings bestätigt, Christoph Kolumbus. Nein, ihr müsst jetzt nicht fragen, warum ich eine Lieferando-Tüte habe. Ich habe da nicht gearbeitet und nein, sie ist auch nicht geklaut. Achso, an der Stelle, wir sind jetzt auch gerade hier, an der Adresse, nur das Problem ist, das ist halt eine Kneipe, ne? Das sieht aber aus wie so Wohnungen einfach, ne? Kannst ja mal kurz rumfilmen. Das ist eine ganz normale Wohnung. Bruder, kurze Frage, sind wir richtig, Digga? Ey, stell dir vor, wir sind falsche Adresse. Ich würde heulen, ne? Da sind die Jungs, die erste Frage, die kommen wird. Warum Lieferando-Tüte? Geh mal hier lang. Oh, und Bruder, ich war in der Kamera drin, du kleiner. Sorry. Alles gut? Warte, ich fühle mich wie ein Star gerade, Digga. 3 Kameras. Hätte ich gewusst, dass du so groß bist, hätte ich niemals zugesagt. Ich schwöre, er ist voll klein, ne? Ja, Bruder, ich gehe da. Das heißt, alles gut, danke, sorry. Das heißt, Reichweitenvorteil ist auf jeden Fall da. Ja, yeah, ja. Servus, Mo. Wie geht's dir? Warte, ich höre nur Kamera an und aus. Aber ich schwöre, ich feiere das. Bruder, ich habe eine krasse Wandlung hinter mir gemacht. Weißt du, manchmal, ich habe auch
keine großen Freunde. Wenn ich traurig bin, ich bin hier runtergekommen, Bruder, ich hab hier dieses Musikding angemacht. Ich hab, Bruder, 12 Runden gegen den Boxsack. Guck mal, Bruder, dieser Boxsack. Bruder, 12 Runden, Bruder, muss deine Kondi gut sein, Digga. Ich fahr doch wieder nach Hamburg. Wir haben 12 Runden gegen diesen Boxsack gegangen, Bruder, ganz eng, einfach nur drauf. Das Bruder, sieht aber noch ganz schön neu aus, ne? Der Bruder, das ist, Erste wichtigste Frage, habt ihr eine Dusche? Nein, Bruder. War? Ja. Aber ich hab mir schon überlegt, ich weiß, wo du duschen kannst. Also ich hab dir gesagt, ne, ich gerascht hätte Dusche von mir aus. Auch kannst, duschen. Nein, Bruder, du kannst bei mir im Gym duschen. Okay, perfekt. Schon. Frage, bist du schon warm? Ja. Ja? Man hat sich schon ein bisschen warm gemacht, ne? Oder ich würde mich sonst auch gleich ein bisschen warm machen. Ich habe ja auch hier umziehen, Bruder, mir ist egal. Ich glaube, du bist so groß, Bruder, ich glaube nicht, dass du irgendwas zu verheimlichen hast. Ja, das ist deswegen, nicht, Bruder. Nein, so groß ist auch nicht, Bruder. Die muss ich jetzt stellen, du weißt genau wegen Auto eben, ne? Hat man vor dem Sparen so eine leichte Aufregung? Vor Sparring nicht so, also wenn du... Bruder, warte, ich glaube mir nicht, Digga, das Ding ist, naja, gut, ich habe schon mit so vielen Leuten Sparring gemacht, ich meinte immer, wenn du gegen neue Leute sparst, ne, ja, dann ist leichte Aufregung da. Ja. Digga, ich bin doch so ein Idiot, ne? Ich hab einfach nur eine Bandage mit. Ey, Bruder, willst du Thaiöl haben? Thaiöl? Ja. Bruder, warte, ich bin gleich in Thailand. Ich war einmal in Thailand und ich kann dir nur sagen, Bruder, Thailand ist krank. Also, muss man noch an diese Ladyboys denken. Wir gucken, wie die Luft ist, wenn wir merken, okay, die Luft geht noch, dann machen wir rückwärts mehr Runden, ne? Luft ist mein Ding, Bruder. Mein einer der Stärken. Du hast aber auch schön High-Kick, Walla. Man unterschätzt das immer, wenn die Leute klein sind, aber wurde mein Kopf gekommen. Zwar die Deckung, aber trotzdem mein Kopf. Ich sage viel bällig. Pause.
Hat er wirklich sehr schöne Hände. Und er ist auch sehr beweglich. Gefällt mir. Boah, sein Body ist brutal. Ich bin allgemein hart, weißt du? Also ich gehe nicht leicht runter, aber der Bruder wirklich hat schon gut gezogen. So, weiter geht's. Stark. Ich wusste, er ist technisch gut, Sasa. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich wusste das. Aber er ist auch Power, Alter. Wirklich, er hat Power. Er geht viel auf Körper, obwohl ich kleiner bin. Super. Manchmal die Hände zu weit unten, aber wirklich brutal. Und der Dennis hat keine Angst. Er gibt mir nicht die Ringmitte. Sehr, sehr stark. Mit dem zweiten Body hätte es mich fast. Da habe ich schon dieses Brennen gespürt. Da durfte ich mir aber nicht anmerken lassen, weil ihr wisst. Pokerface bei sowas Wichtiges, was es gibt. Ich mag Leute nicht, die kein Kinn haben, die nicht viel einschicken können. Leute, ich wiege 65 Kilo, aber ich schwöre euch, ich bin bekannt für meine Power. Ich habe richtig Power in den Händen und in den Beinen. Und ich habe den Dennis wirklich mit den Beinen zu Leber, mit den Händen zu Leber. Der Typ steht wie eine Eins. Boah, damit das nicht stumm. Die sehen, was du früher gemacht hast und was du jetzt machst. Ja. Boah, die gucken mich so stolz an. Ja. Deswegen, boah, vielleicht guckst du ab und zu meine Story. Ey, Bruder, die lächelt nur, weißt du? Ja, habt ihr den voll die süße Wanne. Das Ding, ich kann euch auch nur sagen, für die Leute, die sich mal denken, ey, die sind jetzt gerade in einem Loch und da können sie sowieso nie wieder raus. Bruder, das ist nie zu spät. Er ist ja auch das perfekte Beispiel dafür. Du hast damals, hast du gesagt, Drogen genommen, Alkohol getrunken, alles Mögliche. Und guck, jetzt zieht der Sport durch. Früher war seine Sucht Drogen, Alkohol, jetzt ist seine Sucht Sport zu machen. Ja, ey. Und das ist das Ding, ihr müsst diesen Schalter nur umlegen, dass ihr sagt, ey, ich will jetzt Sport machen, ich will was für meinen Körper machen, ich will was für mein Umfeld machen, dass die Leute auch gepusht werden. Das ist das Beste, weil Alkohol bringt nichts, Drogen bringt gar nichts, Bruder. Ich krieg oft Nachrichten von jüngeren Leuten, weißt du? Ja. Und ich sag den Leuten immer dasselbe, Bruder. Ich und du, wir haben diesen Haut und Blut, weißt du, was ich meine, Knochen. Ich bin doch kein Übermensch. Wenn ich schaffe, die Kurve zu kratzen, dann kann das jeder andere daraus machen. 100%. Das ist halt wirklich nur eigener Wille, wenn du selber in deinem Kopf, wenn du es dir wirklich jeden Tag sagst, ey, ich will was ändern, ich will was machen und ich will raus aus dem Loch, dann wirst du es auch schaffen so. Können wir nicht noch ein bisschen weiterreden? Ich wollte auch atmen. Hey.
So lange bis an die Kondi. Ey, wird's gut, Bruder? Du hast sehr viel Druck. Du hast lange Peitschenbeine, Bruder. Ja. Die kommen wirklich wie Peitschen. Und wenn ich davon, egal wie gut mein Kinn ist, egal wie gut mein Körper ist, egal wie stark ich bin, wenn du davon 3-4 Stück, Digga, dann geht die da runter. Ich bin im Infall sehr gut und du, Bruder, du kommst das auch gut. Aber du machst gut, Bruder. Ich sag dir ehrlich, der Infall macht er gut, weil er geht viel zum Körper. Und das ist die goldene Formel, Bruder. Das wird dir jeder bestätigen. Körpertreffer, Bruder, nimmt dem Gegner im Kampf die ganze Energie weg. Mann. So, deswegen versuche ich dir immer zu blocken. Klar kommen viele durch. Ich versuche sie trotzdem zu blocken, Bruder. Und da weiter Akzente zu setzen. Aber macht auf jeden Fall sehr Spaß mit Azad. Ich muss jetzt schon an die Dusche denken. Ich hätte ja keine Dusche, Kelly. Dennis ist mein Traumpartner. Wirklich, schon die ganze Zeit. Ich habe früher seine Videos geguckt, die haben mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich ihn auf respektvolle Art und Weise herausgefordert. Ich wollte mich mit ihm messen und ich habe ihn nicht unterschätzt. Er ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr starker Typ. Ich finde das schön, wie schön er sie barriert. Manchmal geht er von Linksauslage auf die Rechtsauslage. Das ist schon schön. Dann kickt er und so viel rausgehen. Er nutzt seine Stärken sehr gut aus. Nur den Jungen schon lassen. Also wirklich sehr stark. Ich weiß nicht, wer dich trainiert, Bruder. Aber ist ein starker Typ. Meine Cousine, die hat auch einen Keller. Meine Cousine ist Tante, die ist quasi Boxtrainerin gewesen, ja. 35 Jahre, ja. Sie trainiere ich im Keller bei denen. Krass, ach du hast Mann, ich gehe ins Gym, Bruder. Hast du gesehen? Ja, bei der einen Situation, hau mal den Jab langsam, ich wollte so ja. Und Uppercut reinhauen. Und ich bin dann so gegangen und du hast dann gekickt. Ja. Hätte ich meine Deckung nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich noch hier. Dann hätte sie mich wachrütteln müssen. Boah, was hat mir...
Ich hab Angst. Hey! Meine Trainerin meinte auch mal zu mir, wenn jemand als Beispiel ein bisschen härter zuschlägt, muss kontrolliert bleiben und nicht auch hart werden. Wenn ich hart werde oder härter werde, dann fehlt mir die Luft. Merkt man wahrscheinlich jetzt auch gerade an. Können wir bitte das Thumbnail so machen? Ich werde auf jeden Fall für die nächsten Einzelrunden auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr arbeiten und auch technischer arbeiten. Oder ich werde auf meiner rechten Arschbacke Auto fahren jetzt wegen. Das ist das Problem, weißt du? Willkommen in Thailand! Jungs, ihr wisst in Thailand, ne? Da schreien die, wenn so ein Spiel passiert. Wo seid ihr? Hey! Geil! Also wirklich sehr, sehr harte Hände. Muss man echt sagen. Nehmt euch da kein Beispiel, wir passen uns gegenseitig gerade an. Klar sieht der Sparring ein bisschen härter aus, ist ja auch ein bisschen härter, aber ich weiß, dass wir viele Leute auch damit motivieren mit Sport und so. Versucht aber auch nur die guten Sachen abzugucken, weil die Sachen wie jetzt zum Beispiel mit sehr harte Sparring, das würde ich euch einfach im Gym nicht empfehlen. So für euch einfach, für eure Sicherheit, nicht allzu harte Sparring, geht mehr auf Technik. Jetzt aber für euch, ist die letzte Runde. Ich glaube, Bruder, wir haben 5-6 Runden gemacht, ne? Boah, mehr.
Safe mehr, ne? Ich glaube 7-8 Runden, ich bin mir nicht sicher, das werdet ihr im Video sehen. Haben wir 20 gemacht? Oh, ja. 30. Nein, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist technische Sparring. Das heißt, wir werden uns wirklich nur auf die Technik konzentrieren. Wir werden nicht hart zuhauen. Ich werde auch wieder am Ohr aufpassen. No. Und ja, wir werden einfach technisch arbeiten, so, dass ihr seht, okay, es geht auch technisch, theoretisch. Geil! Ich sag dir ehrlich, für mich war es die schönste Sparung überhaupt. Sei ehrlich. Ja, oder? Nee, eine Frage. Telson oder ich? Bruder, Telson ist Boxer, Bruder. Nein, Quatsch, Bruder. Telson ist wirklich sehr, sehr stark. Props gehen raus an dich, Bruder. Der Typ ist wirklich am Machen. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sitzen jetzt hier mit den Jungs noch einmal. Ganz kurz was essen. War auf jeden Fall sehr geil. Ich werde auf jeden Fall mit Azad in Zukunft öfter Sparring machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Adios.